herzlich willkommen. Ich bin die Sonja Kreie und hier sind Sie wie immer genau richtig, wenn Sie mehr Bekanntheit und mehr Kunden für Ihr Business gewinnen wollen. Denn der Kanal ist speziell für Kleinunternehmen, Berater, Trainer, Coaches, Startups und Künstler gedacht. Eine häufige Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist die Frage nach der einzigartigen Positionierung. Also zum einen, wie hebe ich mich eigentlich tatsächlich von meinen Wettbewerbern ab und was macht mich besonders? Aus dem Grund freue ich mich über einen spannenden Interviewpartner heute, denn heute begrüße ich Martin Geiger bei mir. Hallo Martin. Hallo Sonja. Martin ist Vortragsredner, Buchautor und Coach mit dem klangvollen Beinamen Effizienter Trainer. Martin, dein Thema ist nämlich die Zeit und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, deinen Kunden dabei zu helfen, anders zu arbeiten, um mehr zu leben. Du bist also Experte für die Steigerung der persönlichen und unternehmerischen Produktivität. Und du bist gerade dabei, ein Buch zu veröffentlichen mit dem Titel Schneller als die Konkurrenz. Ja, und der Titel sagt ja schon viel aus oder ist sehr provokativ. Worum geht's in deinem Buch genau, Martin? Naja, genau wie du sagst, liebe Sonja, um das Thema Geschwindigkeit. Ich glaube, wir kennen alle dieses Problem, dass unsere Tage oft 48 Stunden haben müssten, so als Unternehmer, ohne dass wir die To-Do-Liste auch nur zur Hälfte abgestrichen bekommen. Und da wird dann oft das Gegenteil von Beschleunigung als Wunsch geäußert, nämlich, dass wir gerne entschleunigen würden und irgendwo, dass die Work-Life-Balance nach wie vor stimmen muss. Das sind natürlich alles, würde ich sagen, ganz nachvollziehbare Wünsche. Trotzdem glaube ich aber, dass, wenn du ein Unternehmen zu führen hast, dass natürlich so ein Motto, wenn du es eilig hast, geh langsam, einfach nicht funktioniert. Denn wenn du langsamer gehst, entscheidet sich dein Kunde, er geht dabei zum Wettbewerber. Und genau darum geht es eben tatsächlich in meinem Buch. Ja. Mhm. Wie kann ich Geschwindigkeit aufnehmen und Wettbewerbsvorteile erzielen? Okay, also du glaubst in dem Falle nicht so wirklich an die Work-Life-Balance oder an das Thema Entschleunigung im Business. Ja, im Business überhaupt nicht. Also definitiv, ich glaube, das ist ein ganz nachvollziehbarer Wunsch, wie gesagt, für uns individuell, weil wirklich wir so überflutet werden von Informationen. Und viele, die dann jammern und klagen über das Thema Zeitmanagement und alles, was damit zu tun hat, die betrachten das Thema natürlich aus der Ich-Perspektive. Also ich habe zu wenig Zeit und mir fehlt es an Zeit und ich brauche mehr Ausgleich und mehr Balance und ich muss auf die Bremse treten. Okay, legitim der Wunsch. Aber natürlich aus Sicht eines Unternehmers, einer Unternehmerin stellt sich das Ganze ja gänzlich anders dar. Wir beide kennen das Thema auch. Wo sind wir Kunde und wo werden wir gezwungen zu warten? Also sind nicht mehr selbstbestimmt über unsere Zeit, sondern letzten Endes nötigen uns manche andere jetzt einfach passiv zu warten. Und das ist natürlich gerade für Macher wie uns, die wir vielleicht wie Rennpferde mit den Hufen scharrend irgendwo dastehen, gänzlich unbefriedigend, wenn du jetzt verdonnert wirst, erstmal auf dem Abstellgleis nur zu warten. Das ist per se vergeudete Lebenszeit und ich finde auch, es ist sogar eine Geringschätzung, also wir werden nicht als Kunde wertgeschätzt, wenn es einfach nicht schnell genug geht. Und ja, da würde ich einfach sagen, die Zukunft wird zeigen, dass langsame Unternehmen schneller scheitern werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja. Also ist deine Aussage jetzt nicht zu sagen, okay, ich muss jeden Tag rennen, damit ich alles möglichst schnell abgearbeitet bekomme, sondern deine Aussage ist, wenn ich ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer sein möchte, dann muss ich die Zeit meiner Kunden auch irgendwo wertschätzen und bis zu einem bestimmten Grad auch schnell sein, um ihn zu halten. Wunderbar, ja, also genau das ist die Aussage, du hast recht. Es gibt eine nette Geschichte, einen schönen Witz, der eigentlich perfekt aussagt, worum es tatsächlich geht, aus unternehmerischer Sicht. Da gehen zwei Jungs in den kanadischen Wäldern spazieren, als plötzlich ein Bär so ihre Fährte aufnimmt und anfängt, die zu verfolgen. Und der kommt näher und näher, die beiden rennen so schnell sie können, bis sich einer plötzlich hinsetzt, seinen Rucksack aufmacht und da ein paar Laufschuhe rausholt. Und sein Freund fragt ihn, sag mal, was machst du denn da? Sagt er, naja, mit den Schuhen kann ich schneller rennen. Und er antwortet, aber ist doch egal, wie schnell du läufst, siehst du nicht, der kommt um so viel schneller näher, du wirst niemals schneller rennen als der Bär. Und der Freund entgegnet nur, ich muss ja nicht schneller rennen als der Bär,
ich muss nur schneller laufen als du. Ja. Und, okay. Genauso verhält sich's doch heute auch. Also wir haben heute gerade als Klein- oder Mittelständler, wir haben natürlich haben wir Konkurrenz, natürlich haben wir Wettbewerb und häufig gibt es dann große Konzerne, die mittlerweile so bürokratisch aufgebläht sind, dass sie überhaupt gar keinen, dass sie gar nicht mehr so wendig, so flexibel sind, wie wir das sein können. Und trotzdem stelle ich fest, dass auch Mittelständler, Kleinunternehmer, Freelancer, du kannst wirklich durch die Bank schauen, alle jammern über zu wenig Zeit und vergessen ihren Kunden auf dem Weg völlig, ja, und dabei könnten sie so leicht Wettbewerbsvorteile erzielen, einfach wenn sie nur ein paar kleine Kniffe ein bisschen anders machen würden. Mhm. Schneller einfach, schneller agieren würden. Bei den wichtigen Dingen dann eben einfach, ne? Also nicht bei dem täglichen E-Mail-Bearbeitungswust oder sonstiges, sondern bei den wichtigen Dingen. Aber warum führt denn Geschwindigkeit deiner Meinung nach zu einem Wettbewerbsvorteil? Naja, weil, weißt du, es wird alles immer ähnlicher, ja, also irgendwo jeder schreibt sich Qualität auf die Fahne und wenn du heute die tollen Hochglanzbroschüren mancher Unternehmen dir anguckst, da könntest du in die Mitte den Satz schreiben, wenn sie bis hierher gelesen haben, schicken sie die Broschüre zurück, sie kriegen 1.000 Euro Cash auf die Hand, also du wärst safe, ja, kein Mensch liest das Zeug, es steht ja überall das Gleiche drin, der Kunde steht im Mittelpunkt, liest sich alles toll, aber wie verhält sich es denn tatsächlich, ja, wenn ich dann anrufe und bin in der Warteschleife und da werde ich nur 30 Sekunden vertröstet, bis überhaupt sich jemand meiner annimmt oder noch schlimmer, es nimmt sich nie jemand meiner an, weil ich mit irgendeinem Roboter kommunizieren darf und die 1 für dies, die 2 für jenes, die 3 für sonst was drücke. Also ich finde es unerhört teilweise, was da so passiert und habe den Eindruck, natürlich, Zeit ist immer subjektiv. Also klar wird die auf einer Uhr gemessen und ist damit vermeintlich objektivierbar, aber schau mal, wenn du um 9 Uhr in deine Werkstatt bestellt wirst, weil für eine Durchsicht, ja, dann, wenn du um 5 vor 9 da bist, die 5 Minuten wartest du klaglos, wenn du vor der Zeit dran bist. Aber stell dir vor, du bist auf 9 bestellt, du bist um 9 da und bis 5 nach 9 beachtet dich kein Mensch. Die zweiten 5 Minuten wiegen viel schwerer. Mhm. Und diese Subjektivität ist ja, findest du überall. Also, ich meine, für den, dieser Slogan, heute bestellt, morgen geliefert, das ist für einen Telekommunikationsanbieter ja ein super Wettbewerbsvorteil, aber für einen Pizzaservice wäre es klar ein Todesurteil. Also es ist, glaube ich, sehr differenziert zu betrachten und trotzdem, wenn doch die Qualität sich irgendwo angleicht oder zumindest jeder von sich behauptet, er liefert Qualität, dann muss es doch andere Maßstäbe geben, anhand derer ich messe, welche Qualität bringt derjenige. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ich nimm das als Beispiel, vielleicht sind Vorträgen oft Schilder, wenn wir einen Umzug planen, irgendwohin von A nach B und typisch deutsch ist doch, dass wir dann mindestens 3 Angebote einholen. Also lassen wir da, ist nicht so. Haben wir gelernt, ja. Schon, also wir lassen mal 3 Leute kommen und die laufen da durch unseren Hausstand und die gucken sich auch tatsächlich, die sehen ja 3-mal genau das Gleiche und die wissen, das ist der Ausgangs-, das ist Ort, das ist der Zielort und das passiert tatsächlich 3-mal. Und jetzt stell dir vor, du hast am nächsten Tag im Briefkasten das erste Angebot und irgendwo nach 3-4 Tagen kommt Angebot Nummer 2 und vielleicht irgendwann so nach 2 Wochen trudelt Nummer 3 ein. Einverstanden, dass Angebot Nummer 3 sofort ausgeschieden ist, weil so wie der mit unserer Zeit hier umgeht und so wie er sich Zeit lässt, so zumindest unsere Übersetzung, wird er nachher mit unserem Hab und Gut umgehen, also wenig wertschätzend. Und klaren Wahrnehmungsvorteil hat der erste Anbieter, der wirklich am nächsten Tag sein Angebot abliefert. Hm. Und ich glaube, der hat sogar, selbst wenn er preislich etwas teurer ist als der als Nummer 2 kommt, werden wir im ersten Moment zumindest wahrnehmen, naja, aber das ist ein Profi und sehr professionell geht der auch mit unserer Zeit und so wird er auch mit unserem Hab und Gut umgehen. Und du kannst also, wenn du schneller bist, sogar höhere Preise durchsetzen, mag nicht für alle Branchen gelten, aber im Regelfall und bei ganz vielen Dienstleistern gilt es enorm und trotzdem machen die Leute nichts draus. Die müssen ihr Angebot ja sowieso schreiben, aber sie nehmen sich 5 Tage Zeit. Oder wie oft erleben wir, dass jemand
als Zeitangabe für einen Liefertermin den bestmöglichen Fall annimmt. Also der sagt, naja, wenn alles gut geht und mit viel Glück, so ungefähr, dann schaffe ich es bis in 3 Tagen. Und dabei wär der Umkehrschluss ja viel vernünftiger, also den Worst Case anzunehmen und den als Liefertermin zu nennen. Also wir denken immer, wir antworten jetzt, was ist der bestmögliche Termin, zu dem wir liefern können? Und stell dir vor, jemand sagt dir, er kann, wenn alles glatt geht, bis Donnerstag liefern und du verlässt dich drauf und der liefert Freitag. Ja? Hm. Wohingegen ein anderer vielleicht sagen würde, naja, also wenn alle Stricke reißen, ich liefere erst in der kommenden Woche Montag und der liefert auch Freitag. Einverstanden, dass letzterer sofort bei dir einen Stein im Brett hat, wohingegen ersterer schon ausgeschieden ist, weil der eine gilt als schneller als erwartet und der andere gilt als schrecklich unzuverlässig. Mit wem möchte ich lieber Geschäfte machen? Stimme ich dir voll zu. Es geht da ganz oft natürlich auch um das Thema Wahrnehmung, um Erwartungen auch zu übertreffen, ja, die man selbst gesetzt hat und die kann man selbst setzen. Und da kann man auch ja selbst sich selbst einschätzen, wie schnell bin ich tatsächlich in der Lage, das abzuliefern. Und wenn ich mir dann einfach 2 Tage mehr gebe und dann früher liefere, dann habe ich immer noch mein eigenes Zeitmanagement eingehalten und habe mich nicht gehetzt vielleicht, aber trotzdem die Erwartungen übertroffen. Also ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Ne? Aber wie kann ich denn jetzt als Unternehmer tatsächlich diese Erkenntnisse, diese Geschwindigkeit in die Praxis auch umsetzen? Ich glaube, am besten hilft Kreativität. Also tatsächlich ein bisschen vorzudenken. Ich habe, ich weiß von dir ja auch, dass du sehr sportaffin bist. Wayne Gretzky ist so eine Eishockey-Legende, die dir vielleicht auch ein Begriff ist. Also ich denke, jeder deiner Zuhörer wird den Namen schon mal gehört haben. Der hat Kanadier sämtliche Rekorde gebrochen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga und der wurde mal gefragt, wie er das gemacht hat, also dass er mehr Tore geschossen hat als alle anderen, mehr Vorlagen gegeben, dann zusammengezählt sind das dann Scorer-Punkte. Ich glaube, der führt das bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr im Geschäft und führt immer noch überall diese Rankings und den haben die gefragt, Mensch, wie machst du das denn, Wayne, dass du so viel schneller bist als alle anderen, die da mit dir im Wettbewerb stehen im Grunde? Und er hat gesagt, naja, die meisten laufen dahin, wo der Puck ist. Ich laufe dahin, wo der Puck sein wird. Okay. Das finde ich total spannend. Ich verstehe ja von vielen Branchen sehr wenig, auch bei meinen Coaching-Klienten, die kennen ihr Business alle viel besser als ich. Aber ich weiß, so in Verbindung mit dem Faktor Zeit, bin ich mir ziemlich sicher, wo der Puck hinlaufen wird. Nämlich, ich glaube einfach, dass langsame Unternehmen schneller scheitern werden. Und da kannst du dir natürlich mit Kreativität im Grunde auch als Einzelkämpfer unheimlich viele Pluspunkte sammeln. Ich habe mir zum Beispiel mal angewöhnt irgendwann, ich habe in so einem solche Kärtchen drucken lassen, weißt du, so kleine Antwortkärtchen mit den besten Empfehlungen. Und wo immer ich gehe und stehe, habe ich einen Umschlag dabei, der ist schon vorfrankiert. Also mittlerweile musst du ständig nachkleben, weil das Porto sich laufend ändert. Aber die habe ich wirklich immer dabei, wenn ich on Tour bin, oft bin ich eine ganze Woche gar nicht ins Büro komme. Und wann immer ich da einen für mich potenziell spannenden Kunden treffe oder ein tolles Gespräch mit einem Interessenten geführt habe, dann setze ich mich ins Auto und schreibe kurz einen Zweizeiler von Hand. Das ist entscheidend. Nicht eine E-Mail mit meinem Smartphone, ja, davon kriegt er reichlich, sondern ich schreibe wirklich von Hand, ja. Und dann schicke ich diesen Brief noch, egal wo ich gerade unterwegs bin, schmeiße ich den ein und schicke den weg. Und am nächsten Morgen kriegt er von mir einen Zweizeiler. Schön, Sie kennengelernt zu haben, würde mich freuen, wenn wir in Zukunft ins Geschäft kommen. Das kostet mich überhaupt keine Mühe, das kostet kein Geld, also ich gar nichts. Und trotzdem habe ich so einen Wahrnehmungsvorteil, weil ich schneller wirke als andere. Und ich muss allerdings auch zugeben, bei meinem technischen Verständnis, glaube ich, schreibe ich 2 Zeilen schneller, als ich einen Satz per SMS vernünftig tippe. Ja? Aber das ist einfach relativ simpel und trotzdem habe ich einen Wahrnehmungsvorteil. Und darum geht es. Wo kann ich, wenn ich nicht schneller sein kann, wo kann ich zumindest schneller wirken? Oder wo kann ich, ein anderes Beispiel, wo kann ich vielleicht auch meinem, wenn Wartezeiten unvermeidlich sind, wo entstehen die in meinem Business? Und wie kann ich meine Kunden darüber informieren? Oder wie kann ich die Erwartungshaltung senken und dann, wie wir gerade gesagt haben, schneller liefern? Es gibt
Anderes Beispiel, vielleicht auch direkt für viele deiner Zuschauer umsetzbar. Es gibt zum Beispiel die Option, die ich auf Seminaren gerne angewandt habe. Ich hatte ein Tagesseminar so im Raum Frankfurt und 100, 150 Leute, also in einem relativ großen Rahmen, sonntags mit mir in Frankfurt. Und ich hatte die Teilnehmerlisten vorher und dann haben wir freitags im Büro einfach ein Anschreiben fertig gemacht mit ein paar Cross-Selling-Angeboten oder Upselling. Mhm. Weißt du, du bist die Expertin im Bereich. Beides, also. Okay, wir hatten auf jeden Fall angeboten, schau mal, schön, dass du da warst und vielleicht wäre das, das oder das noch was für dich. Und dann haben wir diese Angebote freitags gedruckt und haben die samstags in die Post gegeben, ja. Wohl wissend, dass die dann am Montag, wenn der ein oder andere Kunde vielleicht noch mit mir in Frankfurt beim Frühstück sitzt, weil er nicht direkt die Heimreise nach Berlin antritt, am Montagmorgen ist der Brief schon im Briefkasten, bevor der Kunde überhaupt zu Hause ist. Und jetzt liest der, Mensch, schön, dass wir uns gestern kennengelernt haben und saß noch heute Morgen mit mir beim Frühstück. Das ist ein solcher Wow-Effekt, ja, der durch Verblüffung erzielt wird und Geschwindigkeit suggeriert. Das war doch gar nicht schnell. Ich habe einfach nur vorgedacht, wo läuft der Puck hin? Und war halt schon schneller da. Die Geschichte von Hase und Igel passt da auch ganz gut, ne, mit diesem Wettrennen. Also einfach schon da sein, wo ich möchte, dass der Kunde mich einfach bewusst wahrnimmt. Klar, es wird immer Leute geben, die sagen, ja, Moment, Martin, aber es gibt doch auch Leute, die haben sich angemeldet, die kommen dann nicht aufs Seminar. Klar, die haben den Brief auch im Briefkasten, stimmt. Aber allein für das Bild oder für die Vorstellung, dass jemand den Brief aufmacht, ja, und vielleicht die Gattin über die Schulter guckt und da steht dann, schön, dass wir uns gestern in Frankfurt kennengelernt haben, und dann muss er sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Frankfurt, ich dachte, du warst gestern beim Golfen. Okay, das wäre negativ. Für die lohnt es sich schon, finde ich. Nein, im Ernst, der wäre doch sowieso nicht mein Kunde geworden, wenn er schon nicht aufs Seminar kommt. Also, das ist gar nicht schlimm, wo gehobelt wird, fallen Späne, aber das Gros meiner Kunden werde ich so positiv überraschen. Und manchmal fragen Leute dann auch, naja, aber wenn du das jetzt, du schreibst jetzt drüber, ne? Und dann machst du das ja einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Und was ist denn mit Wettbewerbern von dir oder anderen, die das machen? Klar, stimmt. Aber zum einen bin ich überzeugt, dass wir in der Summe alle profitieren, wenn mit unserer Zeit wertschätzender umgegangen wird, sprich wenn wir Tempo aufnehmen an den richtigen Stellen. Und zum anderen weiß ich aber auch, getreu Pareto, dass von 10 Leuten, die das Buch kaufen, es 2 lesen, von wiederum 10, die es gelesen haben, auch nur 2 wirklich umsetzen. Also wenn du das machst, so ein paar kleine Tricks, die einfach nur kreativ sind, ein bisschen Vordenken statt Nachdenken erfordern, dann hast du einen Vorsprung, den nimmt dir so schnell keiner mehr, weil die meisten, auch wenn sie drum wissen, werden nichts ändern. Ich finde, da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Also einmal ist es der Vorsprung natürlich vor deinem Wettbewerb. Zum anderen, diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, ich kenne die aus eigener Erfahrung. Ich mache ja relativ viele Webinare auch und bereite dann immer, bevor ich ein Webinar starte, ich weiß ja, wer sich angemeldet hat, schon vor, wie die Follow-up-E-Mail lautet, ne? Und was ich da eventuell verkaufe, wo man sich anmelden kann oder wo man die Aufzeichnung sehen kann, wenn ich jetzt nichts verkaufe. Ja? Ja. Das hat ja noch den Vorteil, dass ich einfach auch besser organisiert bin und es mich nicht so belastet. Ich muss nicht hinterher überlegen, was will ich denen eigentlich alles bringen und dann in einer kurzer Zeit kreativ sein, und was ja auch manchmal stresst, wenn man unter Druck jetzt kreativ sein muss, sondern das einfach natürlich vorab zu durchdenken, was will ich, wo will ich hin damit, und genauso wie du dann eben das einfach schon vorzubereiten. Ich nehme genauso in Kauf, dass da einige beim Webinar ja gar nicht dabei waren oder es sie mittlerweile nicht mehr interessiert. Mag sein, ja, gebe ich dir recht, wird eh nicht mein Kunde. Von daher kann der ruhig diese E-Mail bekommen und kann denken, was ist das für eine Tante, die mir da jetzt E-Mails schickt. Ja? Aber es geht wirklich darum zu zeigen, ich bin da fix. Ihr könnt euch die Webinar-Aufzeichnung zum Beispiel sofort anschauen. Da gibt es wertvolle Tipps. Das ist einfach ein Fall von Wertschätzung. Und damit kann man sich, gebe ich dir vollkommen recht, von anderen tatsächlich unterscheiden. Jetzt aber ohne dein Buch zu sehr vorzugreifen, was sind so 2, 3 weitere Tipps, die vielleicht jeder Unternehmer noch anwenden kann. Gibt es da noch welche? Ich hoffe doch. Du hast noch ein paar auf Lager. Ja, die 180 Seiten oder 190, glaube ich, sind es dann am Ende, die sind ja mit vielen Best-Practice-Beispielen gefüllt. Also ob jetzt Kleinunternehmen, Einzelkämpfer oder größere Konzerne, da gibt es relativ viel. Ich denke, für
deine Zuschauer sind vielleicht die ganz pragmatischen Dinge relevant, auch wenn ich nicht im ganz großen Konzern arbeite, sondern so mein eigenes Business vorantreibe. Und genau da setzen wir auch an. Also das Buch hat sich so, ist so in drei Teile gegliedert. Zunächst mal gucken wir uns wirklich an, was für Mythen gibt es denn, wie das Beispiel Entschleunigung oder Work-Life-Balance, finde ich ein ganz furchtbares Wort, weil ich sehe immer so diese Waagschale, hier leben und hier arbeiten, aber für Unternehmer ist das doch eins. Also das ist gar nicht, ist doch nicht, also Arbeiten ist für mich nicht das Gegenteil von Leben, sondern ein Teil, und zwar ein wichtiger Teil, den ich auch gerne mache. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass es bei vielen Zuschauern auch so ist. Ja, also ich bin überzeugt davon. Ja. Sonst wäre es zu überdenken, ob es das richtige Business ist. Aber und dann ist ja, dann wird es plötzlich, empfinde ich das eine nicht mehr als Arbeit. Und genauso fließt doch auch in unser Privatleben. Also da ist viel Business drin, und umgekehrt ist in unserer Businesszeit leider häufig auch viel Privatleben drin. Also wir nehmen uns Arbeit mit nach Hause und dafür surfen wir auf Facebook während der Arbeitszeit. Also irgendwie ist die Grenzen fließen. Und in dem Zusammenhang glaube ich, auf der ganz persönlichen Ebene, also kann man schon viel tun. Erstmal werden wir eben diese Mythen klären, dann werde ich auch erklären, warum sind wir inzwischen in diesem Geschwindigkeitszeitalter angelangt? Was sind Grenzen? Also es gibt ganz klare Grenzen der Geschwindigkeit, ja. Die in Flensburg wissen genau, wovon ich rede. Was wir so leidlich am eigenen Leib erfahren. Kurz zwischenrein. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich es im Buch auch nochmal geäußert, vor vielen Jahren war ich also immer so mit Gasgeben beschäftigt, ja, dass ich dann regelmäßig auch irgendwo mich dafür rechtfertigen musste, dass ich zu schnell war. Und da hat ein Anwalt, der mich mal irgendwo wieder raushauen musste wegen überhöhter Geschwindigkeit, nach einem Prozess zu mir gesagt: Herr Geiger, sagt er, ich habe den Eindruck, Sie fahren um die Wette mit der Vernunft. Okay. Aber Sie sind schneller, sagt er zu mir. Also da dachte ich noch, okay, immer ist Geschwindigkeit angesagt. Nee, Quatsch, es gibt Grenzen. Und die betrachten wir da. Im zweiten Teil reden wir dann so über unsere persönliche Arbeitsmethodik. Also wir gucken schon aus der Ich-Perspektive, was kann ich denn jetzt tun, um schneller zu sein? Und da gibt's, weil du nach Tipps gefragt hast, eine ganz simple Möglichkeit: Deadlines. Die beste Möglichkeit, dass eine Sache erledigt wird, ist, setze eine Deadline. Ich setze Deadlines selbst in Angeboten, die ich erstelle. Ich schreibe dem Kunden unten eine Frist, wann das Angebot abgelaufen ist, rein. Das hilft schon mal enorm. Aber auch für mich selbst, da gibt es diesen simplen Trick mit dem Küchenwecker, sich also morgens hinzusetzen, vielleicht nicht gleich die Mails aufzumachen, sondern an seinem wichtigsten Projekt zu arbeiten, sich so eine simple Eieruhr zu kaufen, die sich hinzustellen. Ich kann dir mal zeigen, wie die bei mir aussieht. Weil so nicht, meistens haben die Tomatenform, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eine gefunden, pass auf, ich muss dir direkt mal zeigen. Ich habe eine gefunden, die hat die Form einer Handgranate, ja, und dazu noch Totenkopf hier. Das ist ja rabiat, ja. Ja, ja, okay. Aber die funktioniert, ich ziehe sie jetzt nicht auf, weil nicht, dass du dich verunsichert fühlst durch das Tickern, ja, im Hintergrund, aber ich mache die wirklich oft an, morgens erste Stunde drehe ich mir hier meinen Küchenwecker, ja, und dann arbeite ich eine Stunde ganz konzentriert, und das ist eine Deadline im Kleinen, wenn du so willst, ja, und weil ich glaube, ein Herr namens Parkinson, der hat mal gesagt, eine Tätigkeit dehnt sich immer in dem Maß aus, wie man ihr Zeit zur Verfügung stellt. Also versuche ich einfach die Zeitschiene ein bisschen zu kürzen, ne? Wenn wir am Ende der Woche, am Freitag, irgendeine Präsentation abgeben müssen, wann wird die fertig? Am Freitag um 10 wird sie gebraucht, meistens kurz vor 10. Manche, also die wirklich ihr Zeitmanagement im Griff haben, sagen, Donnerstagabend ist das schon fertig. Wenn die gleiche Präsentation am Mittwoch fertig sein muss, wie sieht es dann aus? Dann ist der Mittwochmorgen fertig oder sogar schon Dienstagabend. Also ich kürze mit dieser Deadline einfach drastisch runter, und das hilft ganz enorm. Das wäre so ein Tipp auf der persönlichen Ebene. Einen zweiten Tipp, den ich vielleicht Unternehmern geben kann, sie sollten weniger ins Büro gehen. Mhm. Und das meine ich genau so, wie ich sage. In den Coachings mit einigen Unternehmern, das Erste, was wir machen zu Beginn des Jahres, ist, wir sagen, okay, welchen Tag ab sofort wirst du nicht mehr ins Büro gehen? Das heißt nicht, dass sie da nicht arbeiten, sondern einfach, dass sie nicht mehr auffindbar sind im Büro, nicht mehr gestört werden können durch Anrufe, durch Mails. Das sind ja immer To-Dos von anderen, die wir abarbeiten in den Momenten.
sondern in denen sie wirklich an ihren wesentlichen Projekten arbeiten, an ihrer Positionierung, ja, idealerweise, oder in einem Coaching mit dir zum Beispiel, hier ihr Business wirklich voranbringen. Das ist erlaubt, aber nicht mehr ins Büro zu gehen, einen Tag weniger. Und wenn sie Mitarbeiter haben, ist es noch wichtiger, also die zu befähigen, Prozesse zu automatisieren und dann sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Und ich glaube nicht, dass der eigentliche Sinn eines Unternehmers die eigene Vollbeschäftigung sein sollte, sondern da gibt es viel wichtigere Sachen. Das wären so die Tipps auf der persönlichen Ebene. Und ich darf schnell noch anschließen, den dritten Teil, der noch fehlt in meinem Buch, da gucken wir eben wirklich auch, was lässt sich unternehmerisch tun? Also wie lässt sich Kundenservice anders definieren? Wie kann ich unvermeidliche Wartezeiten besser kommunizieren? Wie kann ich wirklich meinem Kunden diese Wertschätzung entgegenbringen? Und da gibt es manche ganz simple, einfache Tricks, wie die Puffer, die wir vorhin so angesprochen haben, die eine immense Wirkung haben. Also es ist ziemlich leicht, das alles zu tun, aber es ist natürlich noch leichter, nichts zu machen, so weiterzumachen wie bisher, in der Hoffnung, naja, irgendwann möge sich doch die Welt um uns herum unserem Tempo anpassen. Ja, das ist schön gesagt, weil das ist ja immer so, auch das, was mir da hinten dran wirklich wichtig ist. Es gibt bestimmte Dinge, die muss man so akzeptieren. Ja? Ich habe gerade am Wochenende mit einer Dame gesprochen, die mir gesagt hat, naja, sie hat jetzt eine Grafikausbildung, aber das ganze Thema online will sie nicht. Ist für mich in Ordnung. Kann man auch bis zu einem bestimmten Grad machen. Ich darf nur nicht ausblenden, wie sich die Welt da draußen wirklich dreht, ja, und was wirklich passiert. Ich glaube, dass ich immer noch, sagst du ja auch, im Endeffekt die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden, wie schnell ich gehe und wo ich schnell gehe. Und am besten gehe ich auch da schnell, wo es wichtig ist, ne? Und nicht in allen anderen Bereichen. Das heißt nicht, dass ich durch mein Leben hetzen soll. Aber ich kann eben das nicht ausblenden, dass die Welt so ist, wie sie ist und dass sie sich so dreht, wie sie ist und dass eben das Thema Geschwindigkeit und Speed auch tatsächlich eben ein Thema ist, das Wettbewerbsvorteile generiert. Ja, fand ich sehr spannend, das mit dir zu besprechen, weil ich eben auch denke, dass für meine Zielgruppe, der hauptsächlich Einzelunternehmer, das ein wichtiges Thema ist und auch ein umsetzbares Thema. Ja, ich bin da immer, habe da immer den Leitspruch, ich muss nicht unbedingt der Innovator sein, das bin ich sicherlich auch nicht, das sind die wenigsten Klein- und Einzelunternehmer, weil sie da vielleicht auch zu wenig Ressourcen dafür haben. Mhm. Aber ich bin gerne Fast Follower. Ja, ist ja eine Strategie, die mein früherer Auftraggeber Porsche auch immer verfolgt hat. Ja, also man muss nicht ganz vorne mitspielen, aber man muss schnell hinten dran sein. Also man kann sich durchaus auch mal Aktionen anschauen, die vielleicht Wettbewerber machen oder größere Marken, die man gut findet, die doch durchaus gerade mit der heutigen Technologie oft auch für Einzelunternehmer adaptierbar sind. Ja, und darum geht es, glaube ich, und deswegen finde ich auch das Buch so toll. Wie gesagt, ich habe schon mal einen Blick reinwerfen dürfen, hat sich wirklich gelohnt, das zu lesen. Du hast ja außerdem zum Start deines Buches auch noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Vielleicht willst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie das so funktioniert, wenn das Buch jetzt gelauncht wird. Klar, gerne. Also ich habe speziell für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, okay, und alle anderen, habe ich auf der Seite schneller als die Konkurrenz, also alles so mit Bindestrichen, schneller als die Konkurrenz.de, habe ich die Möglichkeit, sich schon jetzt unmittelbar vor dem Start einzutragen in eine Liste, und dann gibt es zum einen 5 Sofort-Tipps, was du unmittelbar tun kannst, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber ich habe das dann mit dem Veröffentlichungsstart dann in den nächsten Tagen noch erweitert. Das heißt, da gibt es für jeden, der das haben möchte, ein Hörbuch auf der Überholspur zum Erfolg im Wert von, glaube ich, 35 Euro und einige andere Gimmicks und Checklisten und vieles mehr, was wirklich einem die Chance gibt, sofort Vollgas zu geben und auf die Überholspur zu gelangen. Also das, was es braucht, glaube ich, um als Sieger aus diesem Zeitalter der Geschwindigkeit hervorzugehen. Plus noch einiges an Verlosungen und vieles mehr. Das alles habe ich da reingepackt und habe mir gedacht, okay, ich möchte natürlich dem Buch zum Erfolg verhelfen. Also kriegt jeder, der das Buch kauft, innerhalb einer Frist, also in den ersten 10 Tagen nach Veröffentlichung, kriegt diesen Mehrwert von mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, schneller als die Konkurrenz heißt das Ganze, aber das hat ja auch mit Arbeitsentlastung zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, komm,
Stell es einfach jedem zur Verfügung, unabhängig davon, ob man das Buch jetzt kauft oder nicht. Viele haben gesagt, du bist ja verrückt, wo ist dann der Mehrwert? Ich glaube, das wird sich unterm Strich auszahlen, wenn es die Leute dann teilen oder davon erzählen oder sie nutzen es einfach und die Kunden werden künftig auch besser wertgeschätzt durch viele dieser Tools, die da drin enthalten sind. Dann ist auch schon viel gewonnen. Aber natürlich freue ich mich sehr über jeden Käufer dieses Buches, der mich unterstützt dabei, das dahin zu kriegen, wo ich glaube, dass es hingehört, in die Köpfe der Unternehmen, die immer noch, sagen wir mal, im Schneckentempo vorangehen. Genau. Finde ich eine coole Aktion. Also, wie gesagt, www.schneller-als-die-konkurrenz.de, so lautet es, glaube ich. Ja, genau. Und einfach mal draufschauen und sich natürlich schon registrieren. Gibt es tolle Tipps dazu. Wie gesagt, ich habe schon mal reinblicken dürfen ins Buch und muss sagen, das war es wert. Habe ich sehr gerne gelesen, auch ein paar hilfreiche Tipps für mich mit rausgenommen, obwohl ich mich auch schon zu den etwas fortgeschrittenen Zeitoptimierern fühle. Das ist ja immer die Geschichte, wenn man schon länger selbstständig ist, auch noch Kind dabei hat und so weiter und so fort, dann muss man, das wird man da immer zu automatisch gezwungen. Aber wie gesagt, ich habe noch einige tolle Tipps da rausgenommen, kann ich also wirklich nur empfehlen. Ja, vielen Dank, Martin. Und jetzt, ja, liebe Zuschauer, will ich von Ihnen eigentlich wissen, in welchem Bereich Ihres Business können Sie denn Gas geben und sich von Ihren Wettbewerbern abheben? Oder in welchem Bereich haben Sie bereits die Nase vorn? Ich freue mich über Ihre Kommentare, wie immer, auf www.business-celebrity.com. Und vielleicht kennen Sie auch sonst noch jemanden, der sich über Tipps und Tricks für mehr Bekanntheit und mehr Kunden freut. Dann freue ich mich natürlich, wenn Sie das Video teilen oder abonnieren Sie doch auch den Business Celebrity Newsletter auf www.business-celebrity.com, denn einige meiner Erfolgstipps, die verrate ich nur dort. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleiben Sie dran. Es sind die kleinen Unternehmen, die auch große Visionen verwirklichen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.